Hallo Leute, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir alte Festplatten, die man vielleicht noch so rumfliegen hat, die einfach in der Schublade noch irgendwo drinne sind, ja, auslesen kann, wie wir gucken können, was da noch drauf ist. Und das ist der erste Teil dieses Videos und im zweiten wollen wir uns dann auch anschauen, wie wir solche Festplatten sicher löschen können, bevor wir die ganze Sache dann zum Wertstoffhof bringen. Ich bin so ein kleiner Jäger und Sammler, was so Hardware angeht, habe mich jetzt aber nochmal entschlossen, den ganzen alten Gerümpel hier mal wegzuwerfen, habe das Ganze dann hier rausgesucht aus den Schränken. Da haben wir hier normale Festplatten. Wir haben Notebook-Festplatten, eine alte, mehr oder weniger kaputte SSD-USB-Festplatte habe ich hier. Wobei die USB-Festplatte werden wir uns dann im zweiten Teil anschauen, wie wir die dann auch sicher löschen können. Weil ich bringe das Zeug hier immer so zum Wertstoffhof und da kommt das dann in so eine große Schütte rein und da ist halt auch manchmal so, dass da die Leute da sich auch wieder Sachen rausziehen. Und da will ich dann natürlich auch nicht, dass die dann irgendwie diese Festplatte dann das gleiche machen, wie es wir jetzt in dem Video machen, die Festplatte anschließen und dann eventuell meine Daten ja wiederherstellen können. Wenn ich die Festplatte jetzt nur einfach so, die Daten einfach so gelöscht habe, dann kann ich nämlich ziemlich viel wiederherstellen. Das schauen wir uns aber erst im zweiten Teil des Videos an. Wie gesagt, ich habe jetzt hier verschiedene Festplatten, alte Festplatten, SATA-Festplatten, alte IDE-Festplatten, Notebook-Festplatten und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, wie wir die ganze Sache an den PC angeschlossen bekommen und dann wollen wir auch mal reinschauen, wo die Daten dann meistens liegen und wie wir die auslesen können. Falls ihr einen alten Rechner habt und die, sag ich mal, die Festplatte nicht ausbauen wollt und den ganzen Rechner wegtun wollt, da habe ich auch eine Anleitung dafür gemacht, wie ihr das ohne Ausbau machen könnt, einfach mit einer Boot-CD bzw. einem Boot-USB-Stick, verlinke ich auch unter dem Video, da müsst ihr euch nicht die Mühe machen, die Festplatte extra ausbauen. Genug der Vorrede, würde ich sagen, legen wir los. Hier haben wir jetzt mal die verschiedenen Festplatten. Die großen Festplatten, die wird man in Desktop-Rechnern finden, sind aber eher selten. Während jetzt diese kleinen Platten jetzt hier, diese 2,5 Zoll Laufwerke, die sind halt dann eher aus Laptops. Hier einmal eine Festplatte und hier einmal als eine SSD-Variante. Um jetzt die Festplatten an den PC anzuschließen, verwenden wir einfach einen USB-Adapter. Am einfachsten geht das, ich packe die jetzt mal hier weg, geht das mit den kleinen Festplatten. Da gibt es dann hier solche USB-Adapter, wo man die einfach dann hier hinten anschließt. Muss mal gucken, wie richtig rum. Und dann ist das auch schon erledigt. Da kommt dann der Strom und auch die Datenübertragung erfolgt dann einfach übers Kabel. So einen Adapter gibt es auf Amazon für unter 10 Euro und dann verhält sich das Ding im Prinzip wie eine USB-Festplatte. Bei den großen Festplatten ist es ein bisschen anders. Rein mechanisch passt auch dieser kleine Adapter hier bei dieser SATA-Platte hier, aber die braucht einfach mehr Strom. Das heißt, wir brauchen hier einen Adapter mit externem Netzteil. Hier habe ich jetzt zwei Varianten. Einmal hier mit IDE-Port, das ist aus älteren Computern, wird man das noch finden. Und das ist hier eben dieser SATA-Port, den wir eben auch auf der kleinen Festplatte da gesehen haben. Schauen wir uns den IDE mal kurz hier an. Ich stelle das mal hier scharf. Da sieht man hier die verschiedenen Pins. Das ist einfach so ein langer, breiter Stecker. Und hier drüben haben wir dann auch die Stromversorgung. Während jetzt hier beim SATA ist diese Stromversorgung halt hier mit diesem Anschluss da mit dran. So. Bei den größeren Festplatten kommt dann so ein Adapter hier ins Spiel mit externen Netzteil, was die 12 Volt Spannungsversorgung von der Festplatte gewährleistet. Und dann haben wir dann, je nach Modell gibt es dann hier, ja, gibt es im Prinzip verschiedene Varianten. Das ist hier zum Beispiel einer, der für SATA und IDE Festplatten hier funktioniert. Da muss man einfach auch mal schauen, was man da so benötigt. Gibt es verschiedene Angebote auf Amazon, die kosten um die 20 Euro, können die großen Festplatten auslesen, aber auch die kleinen. Also das ist dann sozusagen die universellere Variante, hat aber so ein bisschen mehr Kabellage dann quasi dran. Schließen wir doch einfach mal die IDE-Platte jetzt hier an. Einmal die Stromversorgung. So, und dann halt der IDE-Port. Da sieht man hier, da ist so eine kleine Nase dran. Da kann man das dann richtig rum aufstecken. So, da muss ich das Ganze bloß noch einschalten und dann mit dem USB-Stecker mit dem PC verbinden. SATA-Platte ist es ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Da habe ich hier diesen Port hier dran. Da die aber recht nah hier beieinander sind, gibt es hier so entsprechende Adapterkabel bei diesem Set jetzt hier dabei. Und zwar schließe ich dann zuerst einmal den Strom hier an. Muss ich auch gucken, welche Richtung da die richtige ist. Und dann kann ich hier auch mit diesem SATA-Verlängerungskabel hier, was diesem Set halt auch beilag, so rum gehört das, das Ganze dann hier anschließen. So, und dann kann ich das genauso wieder über USB anschließen. Das wollen wir jetzt mal machen. Ich habe jetzt den USB-Port habe ich jetzt angeschlossen und jetzt fehlt bloß noch die Stromversorgung. Das klicke ich jetzt hier mal ein. Man sieht, da geht jetzt hier eine LED an und
Man hört vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, wie die Festplatte jetzt anläuft. Und dann sollte Windows die auch gleich erkennen. Da schauen wir jetzt mal nach und dann gucken wir mal, wie wir an die Daten dann rankommen. Ich habe die Platte jetzt hier mal angeschlossen, bin jetzt hier in Windows drin und wenn ich jetzt hier auf dieser PC gehe im Explorer, dann sollten hier dann ja die entsprechenden Partitionen, die auf dem Datenträger vorhanden sind, angezeigt werden. Hier hat er jetzt zum Beispiel das Laufwerk F und G hinzugefügt. Das ist jetzt von dieser Festplatte. Wir schauen nochmal in die Datenträgerverwaltung rein. Rechtsklick aufs Startmenü, Datenträgerverwaltung. Da können wir dann auch nochmal nachschauen, ob die Platte da auch richtig erkannt worden ist. Da sehen wir jetzt hier, wenn wir runter scrollen, sehen wir dann eben jetzt hier den Datenträger 2, 74 GB, also eine eher kleine Platte, ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, offensichtlich war da ein Windows oben. Das ist immer so, sie kann man ganz gut erkennen, wenn jetzt hier diese System-Reserviert-Partition drauf ist, dann gibt es hier noch eine etwas größere NTFS-Partition und dann hier hinten noch eine Wiederherstellungspartition. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir darauf zugreifen können und wo die Daten wahrscheinlich versteckt sind. Der Zugriff auf die Festplatte funktioniert wie bei einer USB-Platte. Einfach Explorer doppelklicken und dann sehe ich dann eben hier meinen Datenträger, da ist Windows, Programme, Benutzer und die Daten sind höchstwahrscheinlich, je nachdem, wenn man sie selber woanders gespeichert hat, klar, da muss man an der Stelle gucken, aber in den meisten Fällen geht man in den Benutzer rein, da findet man dann die Benutzernamen, die entsprechenden, wie zum Beispiel jetzt hier DA, das bin ich, und dann habe ich dann hier eben sozusagen meinen Desktop, meine Dokumente, meine Downloads etc. und dann kann ich die Daten quasi dann ganz schnell rüberziehen. Schauen wir da mal rein, da ist jetzt gar nicht so viel drauf, was ist da unter Media noch drin? Ja, da sind noch alte Videos drinnen jetzt hier. Und die kann ich mir dann einfach dann hier mit Drag and Drop dann rüberziehen und da die Daten dann noch auslesen, bevor ich dann die Festplatte, sag ich mal, sicher lösche. So hat man dann im Prinzip Zugriff auf alle Elemente der Festplatte, Windows, ja gut, da wird meistens dann nichts drin sein, auf die Programme etc. Aber so kann man dann ganz normal drauf zugreifen. Genau, so macht man das Ganze und wie gesagt, ihr braucht dazu eigentlich nur so einen entsprechenden Adapter, entweder so einen kleinen, wenn ihr so USB-Platten habt, dann könnt ihr da noch ein bisschen Geld sparen, dann reicht so ein einfacher Adapter, die es dafür wenige Euro gibt. Ich verlinke da auch was unterhalb des Videos, beziehungsweise ich habe auch einen Artikel zu dem ganzen Thema geschrieben, da könnt ihr es auch nochmal in Ruhe nachlesen. Für größere Festplatten braucht man dann ein etwas größeres Adapter-Set sozusagen. Ist im Prinzip egal, was ihr da kauft. Die funktionieren alle normalerweise gleich gut. Also die großen Sets, die kosten so 15 bis 20 Euro. Man kann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ist aber meistens nicht notwendig. Schaut einfach, dass ihr USB 3.0 nehmt. Da geht das auch so ein bisschen schneller. Das ist hier noch ein altes USB 2.0 Set. Genau, und so könnt ihr dann einfach auf die Festplatten drauf zugreifen. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann mal an, wie wir die Festplatten, wenn wir die Daten dann runtergesichert haben, auch sicher löschen können, dass wir die dann sozusagen gefahrlos in die Entsorgung geben können, ohne dass, wenn jemand die Sachen dann wieder rausfischt, da die alten Daten wiederherstellen kann und dann irgendeinen Unfug damit machen kann. Bis dahin, in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKW-Blog.